Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die AfD-Fraktion bringt heute in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Herstellung der Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb im Freistaat Sachsen in den Landtag ein. Wenn Sie einen Bürger hier in Sachsen erzählen, dass die deutschen Altparteien sich allein für ihre Parteistiftungen im Jahr mehr als 580 Millionen Euro genehmigen, dann ernten Sie ungläubige Blicke. Und man fragt zurück, im Ernst? Aber wir haben es schwarz auf weiß, die AfD-Fraktion im Bundestag hat nach dieser Zahl gefragt. Man hatte ja schon mit allerhand Selbstbedienung gerechnet. Die Antwort der Bundesregierung war trotzdem ein Schock und ein Augenöffner. Sage und schreibe 581.428.000 Euro. Unglaubliche 581 Millionen Euro allein im Jahr 2017. 1990, zu der Zeit, als Sachsen neu begründet wurde, waren es 62 Millionen Deutschmark. Auch schon eine riesige Summe, aber dann eine Vervierfachung bis 2017. Meine Damen und Herren, machen Sie sich eigentlich auch einmal Gedanken darüber, mit welchem Nettogehalt der Durchschnittsbürger in Sachsen auskommen muss? Schämen Sie sich denn nicht, dass Sie der arbeitenden Bevölkerung, die unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft trägt, so viel Geld aus der Tasche ziehen? Schämen Sie sich denn nicht, dass Sie so viel sauer verdientes Geld des Bürgers sich genehmigen für Ihre parteinahen Strukturen? Sie meinen, Sie müssten Ihre Macht absichern durch die Durchfinanzierung von Parteikadern, durch Gefälligkeitsgutachten und Doktorarbeiten und durch Propagandaseminare. Dabei haben wir so viel echte und unabhängige Wissenschaft in Deutschland, die Sie nicht zur Kenntnis nehmen, deren Ergebnisse Sie sich verschließen, weil Sie meinen, Ihre durch Parteistiftungen finanzierten Experten wissen es besser. Die Partei, die hat immer recht. Meine Damen und Herren, diese Töne wollen wir nie wieder hören. Wir wollen keine staatsfinanzierte Parteioligarchie mit Meinungsmonopol. Die Parteien müssen wieder zu dem werden, was sie nach dem Grundgesetz sein sollen. Institutionen, die Demokratie in der Praxis möglich machen, die Demokratie mit Leben erfüllen. Wenn Sie sich auf dem Umweg über Ihre Stiftungen mit Geld überschütten und damit dann uns, eine neue Bewegung aus dem Volk, verleumden, dann sind Sie keine Ermöglicher von Demokratie, dann sind Sie Verhinderer von Demokratie. Dann haben Sie Ihren verfassungsgemäßen Auftrag verfehlt. Aber die Stiftungen sind ja nur ein Teil der Selbstbedienung. Es geht ja noch darüber hinaus. Mittel aus dem sächsischen Landeshaushalt, das haben wir lückenlos nachgewiesen, finden ihren Weg in die Finanzierung von Programmen wie AfD, AD, die einzig und allein einer primitiven Diffamierung des politischen Gegners dienen. Damit wird die Chancengleichheit der Parteien im Wettbewerb der politischen Ideen, ja, damit wird Demokratie selbst angegriffen, mit Mitteln aus dem Haushalt des Freistaates. Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die gleichgepolte Regierung des Freistaates fördert über verschiedene Programme ansonsten nicht näher definierbare politische Multiplikatoren. Merkwürdig ist, das Einzige, was diese Geförderten in der Regel gemeinsam haben, ist ihre Gegnerschaft zur AfD. Diese Förderung erfolgt noch dazu lediglich aufgrund von Haushaltsansätzen. Nach der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie bedürfen aber wesentliche Entscheidungen einer materiell gesetzlichen Grundlage mit Außenwirkung. Ein Haushaltsgesetz als nur formelles Gesetz genügt dieser Anforderung nicht. Die Gewährung von Leistungen ist dann wesentlich, wenn sie den grundgesetzlich geschützten Freiheits- und Gleichheitsanspruch der Bürger berührt oder sonstig für das Gemeinwesen Bedeutung hat. Hier greifen beide Gründe: die politische Chancengleichheit und die hohe Bedeutung für das Funktionieren der Demokratie. Das Grundgesetz der Chancengleichheit verbietet es dem Staat, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes durch finanzielle Zuwendungen faktische Ungleichheiten in den Wettbewerbschancen zu verschärfen. Die Grenzen der staatlichen Finanzierung politischer Parteien dürfen auch nicht durch eine staatliche Finanzierung von sonstigen politischen Akteuren verletzt werden. Entgegen diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben betreibt die Regierung des Freistaates eine wilde Politikfinanzierung, die dem verfassungsrechtlichen Neutralitätsgebot hohnspricht. Die Staatsregierung greift damit unter anderem auch
in verfassungsrechtlich verbotener Weise in den laufenden Wahlkampf ein. Diese verfassungswidrige Situation zwingt den Gesetzgeber des Freistaates zum Handeln, und zwar sofort. Das von uns hier vorgelegte Gesetz ist notwendig, um die Chancengleichheit der Parteien wiederherzustellen. Chancengleichheit wird gewährleistet durch Artikel 21 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 18 der Verfassung des Freistaates und durch Artikel 40 der Verfassung, dem Recht der Opposition auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit. Diese Rechte fordern wir für uns und für die Demokratie in diesem Land ein. Es liegt auf der Hand, dass sich die AfD gegen Verfassungsbruch zu ihren Lasten zur Wehr setzen muss. Das ist unsere demokratische Pflicht, auch gegenüber den Wählern. Wenn der Gesetzgeber untätig bleibt, werden wir den Weg zum Verfassungsgericht gehen. Aber noch hoffen wir, dass Sie ebenso überzeugte Demokraten sind wie wir. Wir fordern Sie auf, sagen Sie Ja zu ehrlicher und wahrhafter Demokratie. Stimmen Sie diesem Entwurf zu. Vielen Dank.